Ich stehe jetzt hier mit Marc Elias und Marc hat heute einige chancenreiche Pferde. Marc, im vierten Rennen fährst du La Raja Fregio, ein sehr schwer aussprechendes Pferd. Wie sind die Chancen da? Ja, sehr gut. Wir haben jetzt vier Starter bei uns gemacht, vier oder fünf, und war nur Erster und Zweiter. Letztes Mal ging er über Benderstadt 20 Meter Zulage 12,6 und heute mit der 1 1600 Meter, das sollte es keine Probleme sein, das Rennen zu gewinnen. Aber wie natürlich jeder weiß, es sind Pferde, sind keine Maschinen. Er muss natürlich auch funktionieren. Wenn er funktioniert, dann sollte das eigentlich unsere beste Siegerchance sein vom ganzen Wochenende. Danach fährst du im fünften Rennen Ottilia Frieverein, einen Amateurfahrer oder Amateurtrainer, so rum. Wie siehst du da die Chancen? Kennst du das Pferd? Ich habe mit ihr eben in der V75 schon gewonnen in Halmstadt. Das war da der Versuch da für das Finale. Die ging super Spurt. Sollten wir wieder in die gleiche Ausgangslage kommen, wird es natürlich. Könnten wir gute Chancen haben, aber es ist natürlich schon so, dass es heute Finale ist, ultra breit, alles gut, also es sind eigentlich alles gute Pferde hier, und wir hoffen, dass wir so viel Geld oder eine so gute Platzierung wie möglich bekommen können. Sollten wir ein perfektes Rennen bekommen, von Start bis Ziel, dann kann es schon sein, dass wir gewinnen können. Das klingt gut. Und natürlich das Sanders Ramstein, natürlich ihr Duce Boko da in der V75, was kann man da erwarten? Ging jetzt die letzten zwei Rennen noch mal besser als wie zuvor. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit ihm. Da ist es eigentlich das Gleiche, wenn der ein gutes Rennen bekommt, wenn ich ihm ein gutes Reden kann, sagen Sie mal so, dann sehen wir auch ihn relativ weit vorne. Wir haben jetzt ihn zweimal ohne Eisen gefahren, das hilft ihm nochmal. Und dann heute auch noch mit einem halbgeschlossenen Zaun. Da sollte er noch ein bisschen konzentrierter sein. Ich habe ihn leider nicht in Kopenhagen runterbekommen. Da hing er irgendwie fest. Ansonsten hätte er vielleicht da schon zugeschlagen. Von daher sind wir sehr zufrieden mit ihm. Und unter die ersten drei sollten wir ihn auf alle Fälle wiederfinden. Das klingt doch schon mal gut. Und im abschließenden Rennen haben wir noch Kill Mr. Boko, genau, aus eurem Stall. Was können wir da abzuhören? Sehr talentiertes Pferd, hatte einige Probleme, dreijährig, mit vor allem im mentalen Bereich. Das haben wir jetzt alle, wir haben ihn in Ruhe lassen, der hat sich jetzt schön entwickelt, ging letztes Mal ein super Rennen, also hat dann gleich gewonnen nach 8 oder 9 Monate Pause. Und ja, mit der 11 im Elite-Wochenende ist es immer schwer zum Gewinnen. Von daher, wir erwarten da uns eigentlich nur eine gute Leistung. Das Resultat kommt heute in zweiter Hand. Das heißt, wenn die Leistung stimmt, dann sollten wir ihn in die ersten, vierten, fünften Plätze finden. Wenn man natürlich das Rennen in den Hals gefahren bekommt, dann kann er natürlich schon auch richtig schnell abschließen. Aber wie gesagt, da braucht man viel, viel Glück. Wir wünschen auf jeden Fall ganz viel Erfolg heute für deine Starter und hoffentlich bist bald vorne zu sehen. Ja, danke. So.